Grüezi miteinander, herzlich willkommen bei der Firma Keubrider. Nach langem Hin und Her haben wir es jetzt dieses Jahr doch noch geschafft. Wir haben unsere Sterlet- und Störlieferung bekommen und möchten euch gerne ein paar Exemplare aus dieser Lieferung zeigen. Zuerst fangen wir gerade an mit der Sterlet. Die Sterlet sind die Störer, die keine Haltebewilligung brauchen. In der Schweiz brauchen eigentlich Fische eine Haltebewilligung, die über einen Meter werden und nicht einheimisch sind. Das heisst, Sterlet, die werden in der Regel nicht über einen Meter und darum brauchen sie in der Schweiz keine Haltebewilligung. Da haben wir einen Albino Sterlet und einen normalen Sterlet, der schwarze. Wie gesagt, die werden maximum bis einen Meter gross, aber der Albino vermutlich so 80 cm, der schwarze der kann schon 90 cm oder noch etwas drüber werden. Wichtig ist bei den Störern, vor allem bei den Sterlet in dieser Größe, dass sie Teichen algenfrei sind, weil die Störer haben keinen Rückwärtsgang. Das heisst, sie schwimmen immer nur vorwärts. Wenn sie die Algen im Teich haben, wenn die mal drin geschwommen sind, können sie nicht einfach wieder retour rausschwimmen. Sie fangen sich dann an zu drehen und leeren sich in den Algen auf und verändern dann, wie sie sich selber eigentlich verstecken. Wichtig ist auch, dass die genug Grund haben zum Schwimmen. Das heisst, nicht ein Teich, der ist wie ein Trichter, sondern wo halt schon genug flachen Boden hat. Das kann auch auf zwei verschiedenen Etagen sein, das spielt keine Rolle. Aber sie schwimmen gerne am Boden nachher. Sie haben auch gerne, wenn der Boden ein bisschen riesig ist, einfach nicht allzu grob. Ja, das ist einfach wichtig, dass man halt schaut, dass sie wirklich genug Platz haben zum Schwimmen. Ein Teich von 2 auf 3 Meter kann man sich selber vorstellen. Wenn der irgendwann einmal knapp einen Meter hat, dann kommt der Fisch nie mehr her. Dann kann der knapp mal im Kreis schwimmen. Wichtig wäre schon, dass sie genug Platz haben zum Schwimmen. Man sieht auch beim Albino Sterlet da. Der hat rote Augen. Seit 2 Jahren sind die Sterlet auch zeitespflichtig. Das heisst, wir können die nicht einfach ins Losland fahren und die Fische holen. Das läuft alles über die Zeitespapier. Obwohl die alle aus der Zucht kommen, brauchen wir halt dafür Zeitespapier. Und das ist ein riesen Papierkrieg, bis wir die Fische da haben. Aber jetzt, nach langem Hin und Her, haben wir es geschafft. Und die Fische sind jetzt frisch da und eigentlich schon frei für den Verkauf. Ich möchte euch gerne noch 2 andere zeigen. Die nehmen den einen und den anderen, sind ein bisschen grösser. Das sind dann die, die bewilligungspflichtig wären. Aber dass ihr die vielleicht auch mal gesehen habt. So, der nächste Fisch wäre in der Wanne. Ihr seht da sicher den Unterschied. Zuvor zu der Sterlet, das ist ein Sternhausen. Der Fisch ist mehr in die Länge gezogen und hat auch viele markantere Schnauze vorne. Man sieht hier auch die Knochenplatten, die er hat, die sind da noch weiss gezeichnet. Der Fisch ist Haltebewilligung pflichtig, weil der Fisch dann wird in der Regel so um die 1,60 Meter kommen. Sehr ein eleganter Fisch, ich denke fast der eleganteste in der Störszene. Der ist eher der schlankeste von allen. Die anderen sind halt eher dann ein bisschen bullig. Auch die haben wir frisch bekommen, mit Zeitespapier importiert. So, der nächste ist in der Wanne. Das ist der Beluga oder der Hausen. Der Fisch kann richtig gross werden. Also, wir reden hier zwischen 4 und 6 Meter, wenn sie dann richtig ausgewachsen sind. In der Gefangenschaft werden sie meistens nicht so gross. Auch der sieht ähnlich aus wie ein Sterlet. Aber auch da sind Knochenplatten sind heller gezeichnet. Die Schnauze ist ein Stück länger. Und was sehr markant ist an dem Fisch, ist, das ist ein Umkehren, ist seine Schnörre, die ist so breit wie der Kopf. Das ist der einzige von den Störern, der auch lebendig Fisch frisst. Also das heisst, es ist ein Räuber eigentlich in der Natur. In der Gefangenschaft haben sie es nicht gelernt, aber ich weiss von einem, der richtig gross ist und der muss mit gefrorenen Fisch gefuttert werden. Der hat auch schon versucht, Koi zu halten mit dem Beluga zusammen. Das ist ein richtig grosser Teich.
Und irgendwann hat er dann gemerkt, dass da ein Koi unter anderem verschwindet. Gefunden hat er nie einen, aber der Beluga wird wissen, wo sie verschwunden sind. Auch der, natürlich Halterbewilligung pflichtig. Man sieht auch, dass wenn er grösser ist, auch die Haut, die hat einen ganz anderen Glanz wie ein Sterlet. Die wird dann richtig kräftig schwarz. Das ist natürlich jetzt hier von der blauen Wanne, irritiert das immer ein bisschen. Wir haben natürlich auch noch andere Störer. Wir haben natürlich auch rosse Störer, also den Wachstick. Wir haben den Diamantwachstick. Wir haben den Sibirischstör. Wir haben da diverse verschiedene Grössen. Also wenn jemand Interesse hat an einem grösseren Stör, kann sich gerne bei uns melden. Wie gesagt, wer so grosse Stör halten möchte und die Halterbewilligung noch nicht hat, der kann sich anmelden bei uns. Unter News findet man das auf der Webseite. Der Button, wo man sich anmelden kann für den Störkurs, der findet in der Regel im Januar oder Anfang Februar statt. Es geht einen Tag, ist eine Kleinigkeit, ist auch nicht kompliziert. Das sind interessante Sachen, die man dort noch zusätzlich lernt. Auch der Fischstock ist noch anwesend. Man lernt dort einen Haufen Sachen über den Stör. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch etwas weitergeben. Danke vielmals, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.